Lässt hier lauter Zombies stehen. Ja, passt genau. So. Sehr gut. Gucken wir hier, wie das hier hinkommt. Oder wie das hier passt. Eins, ne? Zack. So, ich brauche jetzt Glas. So. Ist das ein bisschen viel? Na gut, so je, bei jedem Sitzplatz ist ja meistens so ein Fenster, ne? So ein Restaurant, also. Passt das schon. Zwei. So. Eins, zwei, dann hier zack. 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 So, hier. Hier, hier und hier. Weg. Oh, da läuft ja so ein Innenrage. Ja, ich kann laufen. Echt cool. Nein, ich tue was. Gut. Nummer 1 verschieben. Ja, verschieben wir das nochmal hier um 1. So, was haben wir hier? Dann kommt hier das jetzt hin. Und du wirst das hier wegmachen. So. Schon wieder so ein Mikroruckler, was ist denn los? So. Alter, es ist schon fast wieder. Schon wieder ein Tag um. So. Und jetzt hier. Ja, das ist doch genug. So. Dann haben wir hier hinten noch so einen kleinen Sitzplatz. Ja, ist ja oft so in Restaurants, dass es so um die Ecke geht, das Haus, ne? Oder bei so Kneipe. So, hier kommt jetzt. So. Ja. Das wird schon. Ups. Was ist das denn? So, erstmal wieder. Wollen wir uns schlafen legen? Yep. Danke, dass du mir die Tür vor der Fresse zuschlägst. Bitte. Mach ich gern. Blablabla. Lieber der. Hast du mich gerade abgeschossen? Nein. Das war zum Hurenskelett. Glaube ich dir irgendwie nicht. So, was wollte ich machen? Neue Holzfarm. Also klar. Ach, du hast hier schon wieder neu gesät. Wo? Ach so, ja. Also neue Bäume gepflanzt. Ja. Na gut, dann mache ich auch nochmal. Nein, jetzt ist meine Axt kaputt gegangen. Für ein Gay.
So, jetzt. Backen. So, ihr könnt noch 26 Bäume pflanzen. Zack, zack. Eigentlich brauchen wir gar nicht. Was ich jetzt machen wollte. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viele mehr, weil die. Obwohl kommen ja noch die oberen Stockwerke. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach Gott, jetzt hab ich's vergessen. Ach genau. Die Waldgrad machen. Nee, ich wollte den Boden bei mir verlegen. Bisschen Laminat. Also was machst du denn Laminat? Aus Birkenholz. Oder Birkenholzbretter. Ja, Birkenholzbretter natürlich. So. Ja, so natürlich ist das nicht. Jemanden gesehen, der auf seinem Boden einfach so ein Stück Holz rumliegen hat. Oh, ja, hast recht. Ach, das hast du bei dir zu Hause, ne, Bradford? Ja. Voll, voll praktisch. So. Ich hab Birkenholz sammeln. So, da ist das Holz auch schon wieder alle. Ah, da ist jetzt die Frage, wo gehe ich hin, wenn ich Birkenholz sammeln will? Ja, am besten in Lewald, da wo wir gespawnt sind, da waren glaube ich auch ein paar Birken. Und tu dir dann ein paar Setzling mitnehmen und tu hier anpflanzen und so. So. Oh. So, jetzt hier ein bisschen Bäume. Guck mal, ob die Hühnchen noch da sind. Ne. Die sind einfach verschwunden. Die hatte ich ja da in so einem Erdklumpen eingesperrt. Ja, wir bräuchten mal Hühnchen in unserem Gehege. Könntest du vielleicht. Ich muss gerade suchen, ich weiß selbst nicht mehr ganz genau, wo es war. Wird echt. Über die 3 Wochen vergisst man halt schon mal was. Ah, ja. Oh, mein Hals tut weh. Ja, Kuya hat ein bisschen Halsproblems. Bisschen. Ja. So ein bisschen. Sumpfgebiet. Swampland. Willst du eigentlich nur so immer nur so wenig Holz hacken? Keine Ahnung, weil es keinen Spaß macht. So. Ich weiß doch, wieso du nur immer so wenig Holz kackst. Tja, es tut eben ein bisschen weh. Ich habe ein Dorf aus Sandstein gefunden. Das ist nice. Warte, schreibe ich mir auch die Koordinaten auf? Ja. Da muss ich aber gleich erstmal den Zettel suchen, wo ich es aufgeschrieben hatte. Ja, also das ist schon groß genug für so eine kleine Kneipe. 1, 2. So, dann suche ich jetzt kurz mal den Zettel. Das ist schon letztes Mal nicht gefunden. Jedes Mal liegt der woanders, ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht, weil du ihn woanders hinlegst. So, warte mal hier, das stört hier oben. Geh mal weg. So. Boah, wie kacke ist das denn? Na, mach ich's. So.
Und weg ist der Kuja. Aber die Zombies nerven schon ein bisschen. So ein bisschen. So. Ja, gut. Dann tun wir auch wieder. Alter, wieso habe ich denn zwischendurch manchmal nur 20 Frames? Breitfeld lag direkt vor meiner Fresse und ich habe ihn nicht gefunden. Was bist du für Mongo? So, dann da auch wieder. Kuli rausholen. Ne. Kuya, hast du noch irgendwo Steine in deinem Inventar? Oder also so Ziegelsteine? Ja, aber die brauche ich für mein Haus noch. Krieg ich da mal ganz kurz ein paar. Ich bin ganz woanders. So. Na, muss ich jetzt erstmal Stein brennen gehen. Kannst gucken, vielleicht ist da auch noch was von mir. Ja. Ja, wollen wir jetzt eigentlich heute mal im Nether gehen? Wir haben schon das Portal seit der ersten Aufnahme haben wir das schon. Und fünf Aufnahmen danach waren wir immer noch nicht im Nether. Ich will erstmal mein Haus fertig bauen, bevor ich in den Nether gehe. Wir haben ja nicht mal ein richtiges Lager. Ich zock jetzt erstmal die Dorfbewohner hier ab. Ja, dann macht das schon, Leute. So. Erstmal reinkommen und erstmal irgendwo ein bisschen was hinbauen. So. So, die Bücher nehme ich mit. So, da haben wir hier noch irgendwo Steine. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dem anderen Dorf, das ich gefunden hatte, die Bücher mitgenommen habe. Doch, glaube schon. Houdini, Houdini, über. Das Maul, das könnte. Warte mal, ich will mal ganz kurz was testen. Ja, hier ist auch noch was. Ich will trotzdem mal noch ganz kurz was testen. Eisenrüstung, zwei Goldbarren und ein Apfel. Zwei sogar. Was gerade bei mir voll geleckt. Lol. Ah ja, scheiß drauf. Oh. Irgendwie gucken wir mal, wie das aussieht. Irgendwie, wenn das wirklich so Fensterrahmen wären, ich glaube, dann würde ich nicht mehr da in der Kneipe irgendwas haben wollen. Nee, das sieht nicht gut aus. Dann machen wir weiter mit dem Steinziel. Ich habe gerade überlegt, dass wir vielleicht für die Fensterrahmen auch vielleicht bemoosten Pflasterstein hätte nehmen können, aber habe ich gerade getestet und sah ein bisschen nicht so gut aus. Ja, es sah ein bisschen vergammelt aus, ne? Ja. So wie Waldkrauts Arsch. So. Oh, geiles Fenster übrigens. So, jetzt. Ah, hier machen wir dann einfach eins. So, da haben wir dann noch hier jetzt die geilen Fenster. Ich weiß nicht, ob das so geil aussieht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Moment mal, das machen wir alles noch mal weg. Ich habe Kühe gefunden. Wow, wir haben schon Kühe in unserem Echt? Gehege, dass du das weißt. So. Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Ist doch gut, dass du fragst. Dann machen wir für die Kneipe unten, weil einfach nur so kleine Löcher. So. Und dann für die oberen.
also da, wo dann der Wirt wohnt, also dann, wo Leute wohnen, dann machen wir hier diese Fensterrahmen. Weil ich finde, für eine Kneipe ist es irgendwie ein bisschen. Bisschen zu edel. Ja. Ja, einfach nur so Löcher halt, ne, mit so ein bisschen Glas drin. Und dann oben, wo die Leute wohnen, da macht man dann ja auch nicht so viele Fenster hin. Weil ich finde, das sah einfach dann zu viel Dingens aus. Zu viel Stein. Dann für die oberen Stockwerke, dann kann man das nicht. Lass mich verarschen, von wo kam das jetzt? Ach, da. Hallo. Guten Abend. Bam. Ich hau dich kaputt. Oh, guck mal, da unten sind auch Endermans. Hol ich sogar zwei Stück. Komm, da kämpfe ich mich mal ganz kurz durch und dann. Enderman! Komm mal her, liebe Enderman! Aber erstmal muss ich hier gerade diese komischen Typis hier kaputt die Bude machen. Ey, was bist du denn? Was seid ihr denn? Tittenfrau und. Aua! Hey, das reicht.